und rufe den Top 3 auf. Das ist die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Das ist das Hessische Untersuchungsausschussgesetz. Ich darf zur Einbringung dem Kollegen Frank Kaufmann das Wort erteilen. Und solange er auf dem Weg hierher ist, will ich Ihnen, lieber Herr Kaufmann, stellvertretend für alle, Günter Rudolph war dabei, Jörg-Uwe Hahne war dabei, Christian Heinz, es waren so viele dabei, deswegen, es waren eigentlich alle dabei, alle 6 Fraktionen, deswegen, er wird es gleich sagen. Auch das ist etwas Historisches, das haben wir nicht so oft. Ich will ein herzliches Dankeschön sagen für die Arbeit, die Sie sich dabei gemacht haben. Großes Kompliment. Lieber Kollege Kaufmann, Sie haben das Wort zur Einbringung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir haben besondere Umstände, und die Tatsache, dass der Kollege Hahn heute nicht hier sein kann, bringt mich jetzt dazu, es einbringen zu können. Deswegen will ich gleich am Anfang dem Kollegen Hahn danken. Der Präsident hat allen Beteiligten gedankt, sozusagen pauschal. Ich erlaube mir, obwohl es vielleicht zur Einbringung nicht so ganz passt, einer bestimmten Person noch zusätzlich zu danken, die nämlich nicht mehr hier im Hause war. Das ist die frühere Mitarbeiterin der Grünen-Fraktion, Sabrina Staats, Juristin, jetzt im Polizeipräsidium Frankfurt tätig, die nämlich damals den allerersten Aufschlag, den wir machen konnten, genau 2 Jahre ungefähr her, sozusagen fachlich mit vorbereitet hat. Also der Dank an die und an alle, die nachdem in dem Verfahren tätig waren, das ja begonnen hatte, wie ich schon sagte, vor 2 Jahren, und das heute zu einem, wenn Sie so wollen, nach langer Beratung etwas abruptem Ende kommen soll. Aber wir wollen jetzt endlich als letztes Bundesland und auch nach dem Bund ein eigenes Untersuchungsausschussgesetz haben und die mittlerweile rund 50 Jahre alten sogenannten IPA-Regeln aus der 5. Wahlperiode des Deutschen Bundestages dann endlich, sage ich mal, hinter uns lassen. Sie haben dazu geführt, dass wir innerhalb der Arbeiten von Untersuchungsausschüssen, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe mittlerweile 8 in meiner parlamentarischen Karriere erlebt, immer wieder über die Verfahrensregeln streiten mussten. Wir gehen davon aus, wir alle, die an dem Gesetzentwurf jetzt mitgearbeitet haben für die Fraktion, dass wir mit diesem Gesetz jetzt wesentliche Teile des Streites über die Verfahrensfragen zumindest erledigt haben. Wir werden dann über andere Dinge streiten, so wie es unsere Art ist. Meine Damen und Herren, in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Entwurf der hessischen Verfassungsänderungen hatten wir genau damals auch den Punkt Untersuchungsausschüsse. Wir haben gesagt, wir wollen die Verfassung nicht ändern, sondern waren damals der Meinung, wir machen ein eigenes Gesetz, was jetzt hiermit auch vorliegt. Ich erwähnte schon die Vorarbeiten, die 2018 begonnen haben und neue Fahrt aufgenommen hat dann die ganze Vorgehensweise im Februar 2019, als der Vizepräsident Hahn dann mit Rücksprache mit dem Präsidenten gewissermaßen die Regie so ein bisschen übernommen hat, um dazu zu sorgen, dass wir dann am Ende auch zu Potte kommen, was ja gelungen ist. Meine Damen und Herren, wir haben ein gutes Gesetz gemacht. Es berücksichtigt die Interessen aller Beteiligten und findet fairen Ausgleich. Und wir haben in Verfahrensfragen gezeigt, dass wir da konsensfähiger sind, als es manche Debatte hier in diesem Hause durchaus erscheinen lässt. Deswegen verdient das Ergebnis durchaus erhöhte Aufmerksamkeit. Die obwaltenden Umstände werden das leider etwas eintrüben, was natürlich zu bedauern ist. Es bleibt sozusagen das Werk als solches stehen. Wir halten fest, mit dem Gesetz schaffen wir Regeln für die künftigen Untersuchungsverfahren, sodass wir darüber nicht mehr streiten müssen sollten. Als unerfahrener, lange geprüfter Abgeordneter habe ich noch eine Bitte zum Schluss, die sei mir gestattet. Ein Stück der konstruktiven Arbeit aus der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschussgesetz sollten wir versuchen, auch in den nächsten Untersuchungsausschuss mitzunehmen. Wenn ein Untersuchungsausschuss wieder kommt, dann sollte gelten, alle Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses wie alle Abgeordneten überhaupt sind an der Wahrheitsfindung interessiert und lassen Beweise gelten und beharren nicht auf Vermutungen, die nicht bewiesen sind, selbst wenn das gelegentlich politisch als sehr reizvoll erscheinen mag. Das wäre ein echter Fortschritt. Wenn das neue Gesetz dazu beitragen kann, hat es wieder etwas Gutes geleistet. In diesem Sinn sollten wir das neue Gesetz beschließen. Ich bedanke mich, und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner ist der Kollege Rudolph. Wir haben uns vereinbart auf, ich glaube, was haben wir gesagt, 3 Minuten pro Fraktion. Bitte schön, Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 21 Jahre zu meinem Missfallen ist die CDU an der Regierung. 21 Jahre war es Praxis, den Vorsitz im Untersuchungsausschuss stellt vom Grundsatz her immer die CDU. Das, was in vielen anderen Länderparlamenten, auch im Bundestag, anders ist, dass man wechselt zwischen Regierung und Opposition, war bis dato nicht möglich. Dass das jetzt möglich ist, ist ein Erfolg des Parlaments, auf das sich jetzt 6 Fraktionen verständigt haben. Das ist in der Tat ein Fortschritt, den wir ausdrücklich begrüßen. Nun wissen wir, dass Untersuchungsausschüsse für alle Regierungen dieser Welt lästig und unnötig sind. Das ist jetzt unabhängig vom Parteibuch. Aber es ist ein Verfassungsrecht, und deswegen ist es notwendig, dass es Regeln gibt, die der heutigen Zeit entsprechen und nicht mehr Regelungen von 30, 40, 50 Jahre alt sind. Insofern ein deutlicher Fortschritt. Das begrüßen wir. Deswegen gibt es diesen Gesetzentwurf. Ob es danach in der Umsetzung, in der Praxis keine Probleme gibt, da habe ich so den einen oder anderen Zweifel. Meine Erfahrung, auch Kollege Kaufmann, nach vielen Untersuchungsausschüssen, es hängt auch stark immer von handelnden Personen ab, insbesondere von der Position des Vorsitzenden, wie man das lenkt. Da haben wir unterschiedliche Beispiele. Manche Ausschüsse waren hervorragend, auch in der Zusammenarbeit. Bei anderen war es schwierig, bis hin zur Drohung, wir gehen vor den Staatsgerichtshof. Dann wurde es dann auch besser, um mal auf den UNA-NSU zu verweisen. Insofern liegt es an den handelnden Personen. Es geht nicht um Formalien, das sollte man lassen, sondern um Inhalte. Das ist jetzt der formelle Rahmen. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir orientieren uns an dem, was der Bundestag hat, was viele Länder haben. Insoweit ein Fortschritt nach 21 Jahren. Das ist gut und notwendig. Und ein Untersuchungsausschuss, den macht man nicht aus Jux und Tollerei, sondern das ist die Möglichkeit für die Opposition, aus ihren Rechten etwas zu machen, wenn sie sagt, die Regierung muss kontrolliert werden. Es liegt an uns, das vernünftig auszugestalten und nicht in Formalien, sondern der Untersuchungsausschuss soll etwas aufklären, nach vorne bringen. Insoweit ist das ein Fortschritt, den wir am heutigen Tag begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dirk Graf. Verehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir leben in schweren Zeiten. Und obwohl das Untersuchungsausschussgesetz für uns in Hessen eine wichtige gesetzliche Regelung darstellt, haben wir aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Krise richtigerweise dringlichere Themenfelder, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Das haben wir auch soeben gerade schon getan. Deshalb möchte ich mich in aller Kürze nur bei allen Fraktionen bedanken für die gute Zusammenarbeit. Es zeigt, was möglich ist, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir dies jetzt auch in der aktuellen Lage fortsetzen. Wir sind es den Menschen in unserem Land schuldig. Ich bin nach der Rede unseres Ministerpräsidenten aber sehr zuversichtlich, und ich bedanke mich ausdrücklich bei ihm dafür. Und Ihnen allen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank, Kollege Graf. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Christian Heinz. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann sich berechtigt fragen, muss an einem Tag wie heute, wo es um ganz grundsätzliche Dinge geht, die uns vielleicht Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar beschäftigen werden in dieser Gesellschaft, muss man ein Untersuchungsausschussgesetz einbringen und beschließen. Und als Vertreter der größeren Regierungsfraktion sage ich Ihnen nach einigem Nachdenken, ja, das sollte man tun, das ist ein guter Entschluss, und die 3 Minuten je Fraktion sollten wir uns dafür auch ausdrücklich nehmen. Denn dass wir so etwas heute tun, das zeigt, dass wir den Parlamentarismus in diesem Land ernst nehmen, vielleicht künftig noch ernster als bisher nehmen müssen. Ich glaube, als Deutsche und auch als Hessen müssen wir uns seit vielen Jahrzehnten zum Glück hier nicht verstecken, wie wir die Rolle von Parlament sehen, als Kontrollinstitution gegenüber der Regierung. Und wenn wir heute mit diesem Gesetz, was wir gemeinsam erarbeitet haben, mit allen 6 Fraktionen und alle 6 Beteiligten, ich schaue mal einmal quer durch von Herrn Dr. Wilken, Herrn Rudolph, Herrn Kaufmann, Herr Dr. Hahn, der heute gesundheitsbedingt nicht da sein kann, dem ich aber auch sehr für die
Koordinierung. Danke in dieser Angelegenheit. Und Herrn Wissenbach, den ich jetzt nicht sehe, aber der von oben grüßt, ist es doch gelungen, bei einer grundlegenden Dinge, wie dieses Parlament zusammenarbeitet, eine Verständigung zu finden. Und wir haben dort, das ist eben gesagt worden, bei der Einbringung einiges in Gesetzestext gegossen, was vorher schon geltendes Recht war. Wir haben einige Dinge neu geregelt, die die Opposition weiter stärkt, indem wir eine Rotation beim Vorsitz einführen. Wir schreiben die Ausstattung, die insbesondere für die Oppositionsfraktionen wichtig ist, per Gesetz fest. Künftig werden Sie darum nicht mehr streiten müssen oder auf Geschäftsordnungsebene darüber eben eine Verständigung finden müssen. Und wir, glaube ich, können allesamt, egal welche Rolle wir in diesem Haus sagen, dass es ein Zeichen auch von Souveränität des Parlaments ist, das heute zu tun, gerade jetzt und heute zu tun. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt Staaten, auch mitten in Europa, die uns als Demokraten Sorgen machen, wo wir die Befürchtung haben müssen, dass dort die Rolle der Exekutive zugunsten des Parlaments weiter gestärkt werden soll. Einige Länder davon sind in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und wenn wir als Hessen einen gegenteiligen Weg gehen, dann halte ich das, wie eingangs gesagt, für ein kluges und für ein richtiges Signal. Und ich kann Ihnen versichern, auch als Vertreter einer Fraktion, die lange eine gewisse Skepsis hatten, ob wir dieses Gesetz brauchen, kann ich Ihnen heute guten Gewissens sagen, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam erarbeitet haben. Das ist inhaltlich ein gutes Gesetz, es ist ausgewogen. Es findet sich jeder der 6 Fraktionen hier wieder. Das sehen Sie auch, dass alle auf dem Briefkopf erscheinen und es auch unterzeichnet haben, dass faktisch eine Frage der Geschäftsordnung ist, die in Gesetzeskraft gegossen worden ist. Wir sollten es heute gemeinsam einbringen und auch gemeinsam beschließen, um diesen Landtag weiter zu stärken. Wir werden in den nächsten Jahren diesen Landtag brauchen, und wir werden auch das Wechselverhältnis zwischen Regierung und Oppositionsfraktionen so erhalten sollen und stärken sollen. Deshalb volle Zustimmung von unserer Seite und noch einmal herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, und bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Wilken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Aus leidvoller Erfahrung der letzten Jahre, insbesondere des NSU-Untersuchungsausschusses, wissen wir, dass wir dringend eine Regelung für Untersuchungsausschüsse brauchen. Das schaffen wir jetzt heute nach konstruktiver Zusammenarbeit auch mit den regierungstragenden Fraktionen. Wir haben dieses Problem mangelnder Regelungen sehr früh auch durch einen eigenen Gesetzentwurf beheben wollen. Der ist jetzt selbstverständlich hinfällig geworden. Ich will heute 2 Regelungen besonders hervorheben, die aus unserer Sicht zukünftig den Streit sowohl in der konstituierenden Phase als auch in der laufenden Arbeit eines Untersuchungsausschusses verringern werden. Verringern, aber mit Sicherheit auch zukünftig nicht ausschließen werden. Erstens. Zwar ist es demokratietheoretisch Aufgabe des gesamten Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass dennoch Regierungs- und Oppositionsfraktionen mit unterschiedlichem Werf dies betrieben haben. Deswegen ist es gut, dass zukünftig der Ausschussvorsitz alternierend aus Regierungs- oder Oppositionsfraktionen kommen wird. Zweitens. Gut ist auch, dass wir jetzt regeln, dass wir für den Mehraufwand in jeder Fraktion Mittel für eine Stelle für die Dauer des Ausschusses festschreiben. Auch das minimiert die Ungleichheit der personellen Ausstattung zwischen Abgeordneten und Ministerien ein klein wenig. Zum Schluss noch ein Satz zu der Frage, ob es nicht problematisch ist, zusammen mit der AfD diese Regelung zu treffen. Ich will ganz deutlich sagen, dies ist keine Zusammenarbeit mit der AfD. Aber es macht Sinn, Dinge, die eher einer Geschäftsordnung des Parlaments ähneln, einhellig zu verabreden. Ein allerletzter Satz. Die Verabschiedung des Hessischen Untersuchungsausschussgesetzes heute ist auch ein vorsichtig optimistischer Hinweis darauf, dass wir alle damit rechnen, dass wir noch im Laufe dieses Jahres wieder unsere normale Arbeit aufnehmen werden können, im ganzen Land und auch hier im Parlament. Deshalb bleiben Sie also gesund, damit wir das hinkriegen.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Namen von Jörg-Uwe Hahn, der uns in der Arbeitsgruppe vertreten hat, darf ich allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe herzlich für das konstruktive Zusammenarbeiten danken. Das war wohl ein tatsächlich besonderes Erlebnis, auch wenn es nicht immer ganz unstreitig lief. Aber das muss auch so sein, weil man verschiedene Punkte eben auch ausdiskutieren muss, gerade zwischen Oppositionsfraktionen und Regierungsfraktionen. Ich darf aber auch im Namen unserer Fraktion ganz besonders Jörg-Uwe Hahn danken, der sich dort intensiv eingebracht hat, und gerade auch Guido Cosmehl, unserem Mitarbeiter, der sich dort sehr intensiv mit seiner Erfahrung auch in die Arbeit eingebracht hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben schon mit diesem HUAG, wie es abgekürzt heißt, etwas Besonderes erreicht, weil jeder, der schon einmal im Untersuchungsausschuss mitgearbeitet hat, weiß, wie mühsam das zu Beginn der jeweiligen Verfahren gewesen ist, wenn man sich erst einmal einige Sitzungen lang über die jeweiligen anzuwendenden Regeln einigen musste. Die IPA-Regeln, die irgendwann einmal vor langer Zeit auf Bundesebene erarbeitet wurden, aber niemals gesetzt wurden, haben wir meistens als Grundlage genommen. Aber ich glaube, dass wir mit dem, was jetzt erarbeitet ist, der Mischung aus dem, was auf Bundesebene an Gesetz vorhanden ist, aus den IPA-Regeln, aber auch aus dem, was wir für Erfahrungen im Hessischen Landtag mit Untersuchungsausschüssen gemacht haben, dass wir dort ein Sammelsurium zusammengebaut haben, das die Arbeit ermöglichen wird. Und das, was schon betont wurde, möchte ich auch noch einmal betonen. Es ist gelungen, einen fairen Ausgleich zu finden. Und es ist schon eine Besonderheit, dass künftig der Vorsitz im Abwechseln zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen wechseln wird. Das ist beachtlich, und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, herzlichen Dank an die Arbeitsgruppe, dass man sich zu einem solchen Ergebnis zusammengerauft hat. Ich glaube, dass wir damit die Grundlage gelegt haben, dass die Arbeit der Untersuchungsausschüsse in den nächsten Jahren dann auch wirklich sich noch mehr auf die Inhalte konzentrieren wird und dass man auch schneller mit der Aufklärung beginnen können wird, weil die mühsamen Verfahrensweisen, bis man eben allein die Rahmenbedingungen festgelegt haben, jetzt abgekürzt werden. Deswegen ist es auch richtig, dass wir auch in der jetzigen Situation uns damit beschäftigen. Kollege Heinz hat es zu Recht angesprochen. Hier geht es auch um die Frage der Stärkung des Parlaments und damit auch der Demokratie. Wie findet der Austausch und die Bewachung der zweiten Gewalt durch die erste Gewalt statt? Und ich glaube, dass wir hiermit jetzt eine gute Grundlage uns als Hessischer Landtag legen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nur am Rande sei erwähnt, es zeigt sich ja, man kann auch in 3 Minuten in wirklich sehr intensiver Form einen Gesetzentwurf beraten. Das ist schon gar kein schlechtes Zeichen. Wir sind jetzt am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 3 angelangt. Und auch hier gilt, am Schluss der ersten Lesung kann der Landtag nach § 14 beschließen, dass der Gesetzentwurf ohne eine Ausschussüberweisung angenommen wird. Ich frage, wird ein solcher Antrag gestellt? Günter Rudolph nickt, der Antrag wird gestellt, dass wir in erster Lesung abstimmen. Vielen Dank für den Antrag. Ich lasse jetzt dann über den Dringlichen Gesetzentwurf mit der Drucksache Nummer 20-2412 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Der Antrag auf Ausschussüberweisung ist nicht gestellt worden. Der Landtag kann nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 5 Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Wird ein solcher Antrag gestellt? Günter Rudolph, bitte schön. Wir stellen den Antrag, in die zweite Lesung einzutreten. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rudolph. Der Antrag ist gestellt. Auch darüber lasse ich abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingestiegen wird? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Zweidrittelmehrheit ist nicht nur gegeben, sondern Einstimmigkeit. Das heißt, wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Hier ist vereinbart worden, dass wir das ohne Aussprache machen. Und insoweit können wir nun den Dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir den Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Vielen herzlichen Dank. Applaus